Hey Leute, und ich beginne den Vlog heute mal aus dem Treppenhaus. Und zwar ist heute schon der letzte Tag in Hiroshima. Die Zeit verging übelst schnell. Aber wir haben heute bei unserem Airbnb gratis ein Fahrrad dazu. Das heißt, ich werde heute ein bisschen einfach mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren und gucken, was passiert. Darf ich präsentieren? Mein Omi-Bike. Filmen und fahren macht das nicht nach. Ich mache das auch nur in der Seitenstraße, aber ich hoffe, es wird lustig. Und ich würde sagen, ich habe direkt mal was Interessantes gefunden. Ein Inari-Schrein hatten wir noch gar nicht in Hiroshima. Und jetzt bin ich hier irgendwie an einer Art Tempelanlage oder so angekommen. Da schauen wir doch direkt mal rein. Und das, obwohl es direkt eine Hauptstraße ist. Und wie ihr vielleicht merkt, kann man die Hauptstraße auch noch hören. Aber es ist trotzdem einfach so ruhig hier in dieser Anlage. Es ist total schön irgendwie. Ach ja, und es tut echt gut, im Schatten zu sitzen, weil in der Sonne zerfließe ich hier förmlich. Herzlich willkommen im Central Park. Ich dachte mir, ich gehe mal kurz Johanna und Max in New York besuchen. Okay, abgesehen davon, dass die Hälfte vielleicht gar nicht die Vlogs von Epic Vlogs verfolgt hat und die beiden auch schon längst wieder zu Hause sind, wenn ihr das Video seht, bin ich hier im Central Park von Hiroshima. Ich dachte nur, das Ganze wäre lustig. An sich relativ gut, ein bisschen mit dem Fahrrad durch die Gegend zu fahren, da man so einen kleinen Luftzug abbekommt und man das Gefühl hat, dass der ganze Schweiß, der im Überall klebt, vielleicht doch trocknet. Sorry für diese Schweißgeschichten, aber es ist echt zu heiß. Übermorgen, und zwar auch eigentlich direkt im nächsten Vlog schon am Nagoya Castle bin, will ich euch eigentlich gar nicht zu sehr mit Aufnahmen vom Schloss jetzt nerven, sag ich mal, weil da werdet ihr beim Nagoya Castle genug von sehen. Und irgendwie wird immer gesagt, alle japanischen Schlösser sehen gleich aus, aber ich finde, das hier ist gar nicht so typisch weiß, sondern hat eher so eine Holzfassade. Jetzt doch noch mal kurz schlau gemacht, und zwar gibt es hier einen sogenannten Shukuen Garden und da muss man Eintritt bezahlen, also muss der gut sein. Soll wohl ein typisch japanischer Garten sein. Wir schauen mal, was wir finden. Wie chillig das hier einfach mal ist. Einfach mal so ein Tisch mit ein paar Stühlen, übelst gechillt, sitze ich jetzt hier in einem japanischen Garten. Es ist total riesig hier. Ich dachte jetzt hier irgendwo, wo ich jetzt bin, ist das Ende. Aber dann geht es hier einfach noch mal weiter. Dieser Garten ist so riesig. Jetzt hier gerade noch mal so eine chillige Ecke gehockt und könnte direkt wegfahren, so entspannt wie das hier ist. Ich habe gedacht, ich könnte noch mal so ein paar Worte allgemein zu Hiroshima verlieren,
einfach weil es halt heute, wie gesagt, der letzte Tag ist. Von dem, wie ich Hiroshima erlebt habe, finde ich es echt cool hier. Man ist sehr, sehr mobil, dadurch, dass es die Straßenbahn gibt. Es ist schon eher eine größere Stadt und es gibt so teilweise Momente, wo man so ein bisschen Tokio-Feeling hat. Für mich jedenfalls, was auch daran liegen kann, dass Kofu das genaue Gegenteil ist, aber naja. Aber trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass hier zu viele Menschen sind oder dass es irgendwie zu voll oder zu groß ist. Also ich glaube, mir gefällt die Größe der Stadt echt gut. Dort, wo ich ihn angefangen habe. Ich fand, dass es spontan noch ein richtig cooler Tag geworden ist eigentlich. Und ja, dann sehen wir uns dieses Mal nicht morgen wieder, sondern übermorgen. Und dann bin ich 2 Tage in Nagoya. Ich hoffe, ihr freut euch genauso drauf wie ich. Und dann sehen wir uns übermorgen. Übrigens, falls jemand eine Post in Japan sucht, das ist das Zeichen, nach dem ihr Ausschau halten müsst.